Nach mehr als 3 Jahren Pause nehmen Russland und die Ukraine die Gespräche über den Konflikt in der Ostukraine wieder auf. Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist es das erste Treffen mit seinem russischen Kollegen Putin. Auch Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron nehmen an dem Gipfel morgen in Paris teil. In der Ostukraine kämpfen seit Jahren pro-russische Separatisten gegen Regierungstruppen. Widerstand vor dem Ukraine-Gipfel. In Kiew haben sich Tausende Ukrainer auf dem Maidan versammelt. Sie befürchten, ihr Präsident Selenskyj könnte bei dem Treffen mit Russlands Präsidenten Putin morgen zu viele Zugeständnisse machen. Selenskyj will Frieden für die Ostukraine. Offiziell gilt eine Waffenruhe an der Frontlinie, doch die wird nicht eingehalten. Fast jede Woche sterben Menschen. Gestern hat der Gegner auf uns geschossen. Er setzt schwere, hochkalibrige Maschinengewehre ein. Wir verhalten uns aber ruhig. Vor dem Ukraine-Gipfel ist Bewegung in den festgefahrenen Konflikt gekommen. In Stanitsa Luhanska, Solote und Petrivska haben sich die Truppen jeweils 1 Kilometer zurückgezogen. Die unabhängigen Beobachter der OSZE überwachen das. Da ist jetzt eine demilitarisierte Zone, ohne Soldaten, nur Nationalgarde und Polizei sind da. Die sorgen für Recht und Ordnung. Auch die aus Russland unterstützten Separatisten haben ihre Kämpfer von diesen 3 Orten zurückgezogen. Es ist dort jetzt friedlicher geworden. Experten fordern, den Truppenrückzug auf die gesamte Frontlinie auszuweiten, damit die Menschen in der Region ruhiger leben können. Ich habe einfach Angst. Sie schießen ständig dort und dort und dort. Haben Sie keine Angst? Wir sind schon dran gewöhnt. Selenskyj will gerne schon kommendes Jahr Wahlen in den Rebellengebieten. Doch bis das klappen kann, müssen noch sehr viele Probleme gelöst werden.